Wochenbotschaft des heiligen Josef, übermittelt im Marienzentrum von Aurora bei Xandu, Uruguay, an die Seherin-Schwester Lucia de Jesus, Freitag, den 14. Juni 2024. Lebe jeden Tag, als wäre es der letzte. Sei wahrhaftig in deinen Worten, Absichten, Gesten und in jeder Handlung deiner Tage. Lebe jeden Tag, als wäre es der letzte. Sei einfach in deinem Blick, bereitwillig in deinem Dienst, aufmerksam in deinen Gebeten, durchsichtig in deinen Bekenntnissen, aufrichtig in deiner Liebe zu Gott und zu seinen kleinen Geschöpfen aus allen Naturreichen. Lebe jeden Tag, als wäre es der letzte. Aufmerksam auf jedes Detail und jede Gelegenheit, dich Gott ein wenig mehr hinzugeben. Aufmerksam auf jede Gelegenheit, deine Widerstände und Ängste, deine Begrenzungen und deine menschliche Bedingtheit zu überwinden. Lebe jeden Tag, als wäre es der letzte. Bleibe wachsam und erkenne den Willen Gottes für jedes Detail des Lebens. Sieh, mein Kind, dass seine Absicht in allen Dingen wohnt, in den Prüfungen und in den Herausforderungen, in den Krankheiten und in der Vitalität, in der tiefen Traurigkeit und in der vollen Freude. Die Absicht Gottes wohnt in jedem Detail des Lebens. Und wenn du jeden Tag lebst, als wäre es der letzte, wirst du erkennen, dass diese Absicht dein Leben leitet und dich zur Umwandlung deines Bewusstseins führt, damit jeder Augenblick dir Fülle bringt, nicht das, was du willst oder so, wie du es dir vorstellst, sondern fühle in der Erfüllung des Willens Gottes für dein Leben. Deshalb lebe jeden Tag, als wäre es der letzte, aber nicht mit dem Drang, alles zu machen, sondern mit dem Frieden, bewusst bei jedem Detail zu sein, damit du die Wunder der Gabe des Lebens in deinen Dingen erkennst. Und wenn für dich der Tag und die Stunde kommen, über diese Gelegenheit der materiellen Erfahrung des Lebens auf der Erde hinauszugehen, wird dein Herz bereit sein. Nicht um erneut in der Welt zu lernen, sondern um größere Schritte zu tun beim Aufstieg deines Geistes, denn es ist schon an der Zeit. Deshalb binde deinen Geist nicht an die Welt, klammere dich nicht an die Dinge der Erde, sondern lebe einfach jeden Tag so, als wäre es der letzte. Und du wirst den Frieden und die Freiheit finden, zu erkennen, dass du weder Kontrolle noch Macht über irgendetwas hast, dass du nur die Möglichkeit hast, zu leben und dankbar zu sein für alles, was das Leben dir an Wachstums- und Lernprozessen gewährt. Möge die Gabe der Dankbarkeit dein Herz zu Gott erheben und es jeden Tag mehr zu seinem Werkzeug machen. Du hast mein Segen dafür, dein Vater und Freund, der geäußerste heilige Josef. Die lichtreichen Geheimnisse. Heute werden wir die lichtvollen Geheimnisse beten, die uns über das öffentliche Leben Jesu erzählen. Wir beginnen mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.